Wir haben ja hier einen schönen großen Klinikpark, wo man sich gut aufhalten kann. Es fängt ja damit an, dass man den blauen Weg gehen kann, wenn man einfach nur laufen will. Es ist hier eine Minigolfanlage vorhanden, man kann Tischtennis spielen. Ich bin angekommen hier und ich bin an den Empfang gegangen und hatte gleich das Gefühl, hier bist du richtig, hier bist du willkommen. Mein Name ist Helge Weyand, ich bin 51 Jahre alt, Familienvater. Ich bin hier, weil ich im August 2020 einen Herzinfarkt erlitten habe. Mir wurden in einer spontanen Operation 6 Stents eingesetzt. Ich bin in der Psychokardiologie. Ich bekomme also sozusagen aus beiden Fachbereichen Psychosomatik und Kardiologie Anwendungen und Diagnostik. Ja, mein Name ist Volker Köllner. Ich bin ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung für Verhaltenstherapie und Psychosomatik. Mein Name ist Dr. Eike Langheim. Ich bin Chefarzt der kardiologischen Klinik hier am Hause und betreibe mit Professor Köllner zusammen die Psychokardiologie. Ich sehe gehäuft, dass Menschen eine Herzerkrankung haben, die man heutzutage technisch gesehen gut behandeln kann, die aber dann psychische Folgen hat, die die Lebensqualität wesentlich mehr beeinflussen als die Herzkrankheit, die dem eigentlich zugrunde liegt. Fundamental erschütternde Erfahrung eines Herzinfarkts oder einer Herzoperation kann Menschen verunsichern oder es kann sogar zu einem traumatischen Erleben kommen. Und genauso der Satz vom Chefarzt im Krankenhaus nach 2 Tagen, jetzt können Sie wieder alles so machen wie vorher. Aber es war nicht so wie vorher. Eigentlich ist mir erstmal richtig bewusst geworden, was das für ein Ereignis war. Dadurch, dass ich da mal richtig mit dem Therapeuten und mit anderen drüber gesprochen habe. Patienten bekommen hier die gesamte nicht-invasive, also weniger eingreifende kardiologische Diagnostik wie Echokardiographie, Belastungs-EKG, EKG-Untersuchungen, Spiroergometrien, verschiedene Untersuchungsverfahren, um erstmal zu gucken, wo stehen die Menschen und dann mit den Patienten so individuell wie möglich Chancen zu finden, wieder in den Alltag zurückzufinden, Selbstvertrauen aufzubauen. Mein Name ist Markus. Vom Beruf bin ich Elektromeister, Nachrichtentechnik. Ich bin hier, weil ich einen Burnout und eine leichte Depression habe. Ich habe also eine Bezugstherapeutin zugeteilt bekommen und diese Person hat als erstes mit mir gesprochen und ist auch komplett dafür da, bei Problemen als Ansprechpartner da zu sein. Mein Name ist Katja Sange, ich bin 42 Jahre alt. Und ich bin wegen einer pulmonalen Hypertonie. Hypertonie, weiß man, ist der Bluthochdruck, aber bei mir ist es Lungenhochdruck. Ich wurde am Deutschen Herzzentrum operiert und bin dann durch die Sozialarbeiter dort hier an diese Klinik zugewiesen worden. Aus der Atemtherapie nehme ich viel mit nach Hause. Da haben mir die Therapeuten auch wirklich Übungen mit auf den Weg gegeben, damit ich zu Hause weitermachen kann. Man merkt halt im Prinzip auch, dass man kräftiger wird. Man schafft ziemlich schnell statt der einen Runde hier ums Haus auch die zweite Runde ums Haus. Zwischen 7 und 8 Uhr ist dann Frühstückszeit. Danach beginnen dann so sportliche Aktivitäten oder Bewegungstherapien. Ich habe halt gesehen, ja, das treibt dich richtig gut an und man bekommt auch ein bisschen Geschwindigkeit dabei. Also ich habe mindestens einmal die Woche Einzelgespräch mit meinem Bezugstherapeuten. Dann haben wir außerdem Gruppentherapie, wo man sich sehr gut austauschen kann und wo ich dann auch gesehen habe, dass es sehr wohl andere Leute noch gibt, die vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, so wie ich. Und auch das hat mir sehr weitergeholfen. Zusätzlich bieten wir Kunsttherapie an, wir bieten Tanztherapie an, Ergotherapie. Und so der rote Faden ist vielleicht wieder lernen, selbstfürsorglich mit sich umzugehen. Dieses herzliche Empfangenwerden hier in der Klinik ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man dann auch gleich eine Möglichkeit hat, so eine Art Vertrauensbasis auch aufzubauen. Die Klinik ist fachlich super, vom Personal her auch. Die Gegend ist schön, hier kann man einiges unternehmen und Berlin liegt vor der Tür und für mich spricht alles dafür.